Hallo, ich möchte euch einladen, euren Resonanzraum besser wahrzunehmen und durch Übungen immer mehr ins musikalische Hören zu kommen. Resonanzraum ist ein Raum, der leer ist, damit ein Resonanz treten kann, wie das Innere der Handpan leer ist oder ein Gitarrenresonanzkörper leer ist, brauchen wir diese Leere. Als bestes Beispiel sehe ich da ein Zelt vor mir, ein Zelt, das Material dafür, die Zeltstangen und die Zeltplane. Das Zelt wird aber erst zum Zelt, wenn ich da die Zeltstangen reinsetze und praktisch nichts in dieses Material fülle. Und dieses Nichts macht das Zelt eigentlich erst aus, dass es Schutz bietet. Wie mache ich das mit dem Körper? Ganz einfach, ich habe auch drei Zeltstangen, das ist die einfachste Art. Die erste ist, während ihr es zuhört, könnt ihr das direkt mitmachen. Ihr habt eine Zeltstange, das ist die Wahrnehmung eurer Fußsohlen, weil die weit weg sind und meistens in Kontakt mit der Erde. Das heißt, während ihr zuhört, spürt ihr einfach in eurer Fußsohlen, müsst nicht die Position ändern. Die zweite Zeltstange ist eure Atmung. Während ihr zuhört, bekommt ihr genau mit, wie ihr ein- und ausatmet. Und dann versucht er beide gleichzeitig zu spüren. Zeltstange 1, die Fußsohlen und wie er ein- und ausatmet. Und wenn das geht, dritte Zeltstange, nicht nur den Inhalt meiner Worte, sondern den Klang meiner Stimme. Das Meeresrauschen hier, alles, was ihr bei euch im Zimmer hört, eure Atmung, vielleicht Motorräder, Kühlschrank brummen, Wind. Das heißt, diese drei Zeltstangen sind die effektivste Art, ohne dass das äußerlich sichtbar ist, euren Resonanzraum ins Bewusstsein zu kriegen. Füße, Atmung und alles zu hören, was ihr hören könnt. Nach hinten hören, rechts, links hören. Als würdet ihr den Raum mit eurem Hören, mit eurem Bewusstsein fluten. Und dann ist es auch so, dass das Ohr auch nach innen hört, wenn ihr schmatzt, während Speichel kaut, die Zähne aufeinander klappert. Das Ohr hört sowohl nach außen als nach innen, ist also eine ideale Verbindung, um ganzheitliche Wahrnehmung zu fördern. Diese drei Sachen, die baue ich immer auf, bevor ich spiele. Und ich nenne das Kugelbewusstsein. Unser Bewusstsein weitet sich durch diese drei Zeltstangen immer weiter. Und ihr könnt dann wie in den vorigen Videos auch diese Entkopplung neuronal dazu nehmen, Vagusnerv, mit dem Blick, mit der Wirbelsäulenbewegung, all das. Und jetzt kommt's, letzter Schritt, was hat es mit Handpan-Spielen zu tun? Ich baue dieses Kugelbewusstsein auf, ich öffne dieses Zelt und während ich in meinen Fußsohlen bin, versuche ich trotzdem zu spielen. Das heißt, ich bleibe in der Wahrnehmung meiner Atmung, höre das Meeresrauschen, höre meine Stimme und spiele trotzdem. Auch wenn ich aufhöre, geht meine Atmung weiter, meine Fußsohlen und ich höre auf den Wind. Das Meeresrauschen. Das nenne ich Kugelbewusstsein. Viel Spaß beim Zelt aufbauen.